Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Winter Resort Simulator hier auf Steel Game Studio. Mein Name ist das Chaos und ich freue mich, dass ihr hier seid. Was ihr sicher hört gerade, es gibt jetzt Hintergrundmusik, weil das Spiel hat standardmäßig keine und mir waren die ersten zwei Folgen zu trocken, also irgendwie zu leblos. Deshalb habe ich jetzt eine Rock-Playlist leise im Hintergrund laufen lassen, aber eher ruhigere Sachen. Ja, ich habe heute diese Folge schon einmal aufgenommen. Leider gab es dann einen Freeze in meinem PC. Und das war dann die Aufnahme. Aber nichtsdestotrotz, wir werden uns heute die Tipps anschauen, die gegeben werden sollten, wenn ihr euch an die letzte Folge erinnert. Außerdem gibt es hier das I noch zu erkunden und dann werden wir hier das Skigebiet noch ein bisschen erkunden. Na gut, dann gehen wir mal auf die Nachrichten. Wir haben fünf wichtige Tipps für dich, die dir im Spiel weiterhelfen werden. Erstens, behalte stets alle Seiten im Übersichtsmenü, Taste Escape im Auge, schau sie dir am besten gleich an. Das werden wir machen, nachdem wir die Tipps gelesen haben. Achte auf die Zufriedenheit deiner Gäste und passe gegebenenfalls die Preise an, falls sie unzufrieden sind. Ja gut. Drittens, nimm deine Bahn morgens pünktlich in Betrieb und gar raschiere sie am Abend wieder, um Kosten zu sparen. Okay. Viertens, erwerbe neue Seilbahnen, Pisten und Skihütten. Bau deine Gebiete aus und locke neue Gäste an. Okay. Fünftens, erwirtschafte Gewinn, um dein Kreditlimit rasch zu erhöhen. Pass aber auf, dass du immer genug Geld hast. Okay. Okay, wir hatten eine Mission. Ah. Jetzt, okay, und der Skitag hat begonnen. Schauen wir uns mal das Menü an. Das Wetter. Nachts bis in den Morgen wolkenlos, ebenso tagsüber, abends schließen sich stark bewölkt. Kein Niederschlag, Lawinenwarnstufe 1 bis 2. Gut. Nachts bis in den Morgen starker Schneefall, ebenso am Vormittag. Am Nachmittag dann leicht bewölkt, abends schließlich wieder starker Schneefall. Niederschlag wenig bis stark, Lawinenstufe 1 bis 5. Das ist ein bisschen blöd fürs Pistenpräparieren, weil man präpariert die Piste quasi am Anfang der Nacht. Dann schneidet es wieder drauf. Der Unterbelag ist dann zwar ein bisschen hart, aber nicht perfekt und man hat Neuschnee oben. Also das ist ein bisschen doof, aber was soll man tun? Das Wetter kann man nicht beeinflussen. Das Wetter am Mittwoch. Nachts bis in den Morgen starker Schneefall. Am Vormittag stark bewölkt, am Nachmittag dann aber wolkenlos. Abends schließlich wieder stark bewölkt. Ja, okay, kaum bis wenig. Also das ist dann eigentlich gut, ja, also wenn man danach präpariert, dann, also ich glaube am Donnerstag hat man dann perfekte Pisten. So, aber das weitere Wetter schauen wir uns dann jeden Tag an. Seilbahnen, okay, das ist unsere Dorfbahn. Wartezeit 0,1 Minuten, das ist für einen Skifahrer gut, für uns heißt, die Auslastung ist bei 100%, ja, warten heute 62, oh, da geht die Auslastung runter, ah, da ist wahrscheinlich gerade ein Schub an Leuten gekommen, ich bin der Betriebsleiter, okay, ins Tal ist noch keiner gefahren, aber alle Leute sind bis jetzt zufrieden, ah, da kann ich die Betriebsleitung dann eine KI abgeben, okay. Und sie ist mit 53 Fahrzeugen beschickt. Okay, das heißt, man kann auch quasi, wenn man weiß, es werden weniger Gäste kommen oder die Bahn ist nicht so ausgelastet, dann kann man weniger Gondeln draufgeben. Aktion beschicken und garagieren.
Sehr schön. Dann schauen wir uns mal die Hütten an. Die ist geöffnet, hat noch keine Auslastung. Kosten heute, das ist das Material, was wir in der ersten Folge raufgebracht haben. Und Vorrat reicht noch für 2150 Leute. Ah, okay, hier könnte man den Vorrat erhöhen. Gut. Dann schauen wir auf die Pisten. Die sind, die Schneehöhe passt uns bei unserer Piste 3. 100%. Die Gäste sind auch zufrieden, auch wenn ich noch kein Skifahren gesehen habe. Wir haben 4,24 Hektar an Fläche. Ah, okay. Und hier könnte ich sie präparieren lassen. Gut. Das brauchen wir aber jetzt noch nicht. Dann schauen wir mal in die Lawinen. Lawinensprengung. Lawinenwarnstufe 1. Spreng die Lawine an steilen Stellen im Gelände ab. Achte dabei stets auf die aktuelle Lawinenwarnstufe sowie die Wetterprognose. Gut, es schaut gerade eigentlich noch sehr gut aus. Unsere Piste verläuft hier. Deshalb würde ich sagen, ist jetzt auch nicht so eine akute Lawinengefahr von irgendwo. Und da Lawinenwarnstufe 1 ist, brauchen wir eigentlich nicht sprengen. Ich glaube, ab Lawinenwarnstufe 3 oder 4 wird gesprengt. Beschneiung. Okay. Sehen wir, wir haben eine Schneekanone. Oh, die kann man fernsteuern. Ah. Kann man Gruppen zuweisen? Ah, dann kann man also sagen, ja, wir wollen Gruppe 1, Gruppe 2 starten. Aber die Schneekanone können wir uns später unten auch noch anschauen. Sehr schön. Nachrichten waren wir schon. Dann schauen wir zu den Gästen. 160% zufrieden. Also das muss man auch mal erst schaffen. Bei der Hütte 0%. Na gut, wenn da noch keine Gäste waren. Ja. Entschuldigung, ich musste kurz einen Schluck nehmen. Von meinem Wasser. Ja, Bekanntheit, Kundenerwartung 0%. Das ist halt... Wir haben es erst 8:42 Uhr, das heißt, das Skigebiet hat erst 12 Minuten offen. Was jetzt nicht so viel ist. Grundpreis 30 Euro für eine Tageskarte ist okay, würde ich sagen, mit einer Gondel. Kartenverkauf 86. Sehr schön. Aber wir hatten erst 80 Gäste. Investition und Kredite. Investition. Ah, okay. Hier kann man also in die einzelnen Bahnen investieren. Unsere Dorfbahn ist 9,3 Millionen wert. Die nächste hinauf würde 14,8 Millionen kosten. Oder wir mieten sie. Die scheint dann von hier irgendwo wegzugehen. Also hier vermute ich hinauf. Weil da kommt eine Piste runter oder hier so lang. Hier wahrscheinlich. Ja. Da ist unsere Hütte. Okay, eine andere Hütte zahlt sich noch nicht aus. Aber ich würde sagen, am Anfang zahlt es sich nicht aus, glaube ich, die anderen Hütten zu kaufen. Sondern dass man quasi mehr Verkehr auf dieser Hütte erzeugt. Genau. Piste 3. Ah, die ist nur gepachtet. Das heißt, wir zahlen da 3.800 Euro pro Tag. 51.000 kostet sie. Ich meine, das könnten wir uns leisten, aber das will ich noch nicht riskieren. Oh, die ersten Skifahrer. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wir geben aber ordentlich Gas. Leider geht hier auch keine zweite Piste runter, weil sonst hätte ich gesagt, wir würden uns einfach eine zweite Piste kaufen. Mal für den Anfang. Aber das heißt, wir müssen am Anfang in einen neuen Sessellift investieren.
der auch. Genau, wo halt mehr Lifte, also mehr Pisten dran sind. Ich glaube hier, entweder wir holen uns A, den Kristallexpress, oder C, die Balkeneckbahn. Weil hier könnten wir quasi die Viererpiste beachten und die Achter, dann hätten wir hier noch eine längere Abfahrt. Und dann eben die steile, also die 7er und die 6er, kosten dann die 1500 pro Tag. Ah, die muss man einzeln beachten, okay. Ja. Ja, wahrscheinlich macht es am Anfang Sinn, die, wenn man die kauft oder pachtet, die 6er und die 7er zu mieten. Aber die 4er braucht man auch. Ja, das werden wir dann schauen. Gut. Dann gehen wir zu den Krediten. Okay, da gibt es ein Annuitätendarlehen oder ein Tilgungsdarlehen. Ja. Gut. 200.000 ist unser Kreditrahmen. Man kann verschiedene Laufzeiten und verschiedene Kreditsummen aufnehmen. Sehr schön. Wir sind gerade schuldenfrei. Dann schauen wir genau in den Finanzen-Screen. Na, gerade haben wir noch Verlust. Aber die Aufwände steigen halt. Weil die Bahn muss hier laufen. Genau. Wir haben 94% Marge. Unsere Wirtschaftsleistung ist hervorragend. Sehr schön. Mag ich so detaillierte Finanzgrenzen. Die Fahrzeuge. Was haben wir denn für Fahrzeuge? Genau. Hier steht unser Wagen. Alter, heute gekauft. Ja. Dann haben wir unseren Pistenbully hier. Und unsere Schneekanone. Die Schneekanone werde ich auch unten stehen lassen, weil eher am untersten benötigt wird, weil hier oben ist die Chance, dass es schneit, höher. Schauen wir noch in den Shop. Oh, da haben wir viel Auswahl. Bei den Pistengeräten. Oh, da gibt es einen kleinen. Ein Schneemobil. Nett, nett. Pistenbully 100. Ein 3,2 Meter großes Schild und Arbeitsbreite 3,5. Pistenbully 600. 4,4 Meter und 5,5 Meter Breite. Und der Pistenbully 600. Der hat dann sogar oben so einen Arm, das ist für steile Pisten ist der dann notwendig. Damit man sich, also der 600W. Das ist damit man sich abseilen kann, weil irgendwann ist die Steigung auch zu stark und dann muss man sich quasi mit dem Pistenbully an ein Seil anhängen und sich hochziehen. Kommen wir bei den Beschneiungen. Okay, da können wir die kaufen. Ah, und das sind Mods. Ich habe schon ein paar Mods runtergeladen, die sehr nett ausschauen. Unter anderem auch welche, die Mod-Contest gewonnen haben. Mod-Karte wollte ich noch keine nehmen. Genau. Diese hier sind aus, es gibt ein DLC bereits, das Techno Alpin DLC. Wenn das Spiel mir gefällt, werde ich mir das vielleicht auch holen. Und da gibt es echt zahlreiche Features für die. Also, das ist ein Wahnsinn. So, Objekte. Genau, Windenanker. Das ist dann eben genau für die Pistenbullys, damit sie sich einhängen können. Ah, Beschneiung waren wir.
Straßenfahrzeug. Ja, da gibt's noch nichts anderes, auch noch nichts anderes gemoddete. Mods, nichts. Okay. Perfekt, dann sind wir einmal durch das Menü durch. Wir sehen, da kommen immer mehr Leute an. Dann gehen wir noch hier zu dem I. Skifahren, genieße die Piste und ziehe deine eigenen Schwünge. Nütze dafür die folgende Taste. Kurve nach links, A, D, bremsen, S, anschieben, Q, E. Drücke A, D und S gleichzeitig, um eine Bremskurve zu fahren. Q und E entsprechen deinen Skistöcken. Drücke beide Tasten abwechselnd für maximale Beschleunigung. Okay. Das Lustige ist, hier steht auch nicht, wie man ins Skifahren-Menü hineinkommt. Beim ersten Mal Skifahren war ich echt verwundert, wie man da hineinkommt. Aber das geht mit Backspace, also mit der Löschen-Taste. Hier kann man dann auf Skifahren. Das ist der Welteditor, also man kann die Karte verändern. Das ist, wo wir gerade sind, also im normalen G-Modus. Und hier ist noch so ein Foto-Kamera-Modus. Was ich euch noch zeigen wollte, ist, man kann übrigens mit Tab durch die Fahrzeuge wechseln, wie man hier sieht. Aber das versuche ich größtenteils zu vermeiden. Das habe ich jetzt nur euch gezeigt. Also ich versuche halt quasi wirklich mit den Fahrzeugen hin und her zu fahren. Und ja, dann würde ich sagen, wir fahren da jetzt mal hinunter. Ich würde dann als nächstes den Pistenpulli hier rauf bringen, damit wir von oben zum Präparieren beginnen können. Das heißt, wir werden Skifahren und die Abfahrt genießen. Ach, ab hier beginnt die Piste offiziell. Okay. Also es ist eine gemütliche Abfahrt. Wie ich ja schon bereits erwähnt habe, bin ich privat auch sehr leidenschaftlicher Skifahrer. Es schaut noch ein bisschen irritierend aus, dass man ohne Ski fährt. Also, man fährt mit Ski, aber ohne Körper. Aber ab dem nächsten großen Update soll man ja zumindest einen soll es Körper geben, da es ja der Multiplayer geben wird und da muss es dann halt Körper geben. Ich bin gespannt, welche Missionen es noch geben wird. Aber werden wir mal schauen. Was ich mir vorstellen könnte, was auch so interessant wäre, wäre so, ein Skifahrer ist verletzt irgendwo und man braucht halt dann so ein Skidoo. Nennen sich die. So ein, ja, Motorschlitten. Oh, da ist jetzt schon mehr unterwegs. Nur sollten wir ein bisschen langsamer werden. Und dann die Leute retten. Aber ich glaube, so Rettungsmissionen sind leider noch nicht drinnen. Das könnte aber interessant sein. Ah, sehr schön. Hier gibt es auch Fangnetze. Sehr gut. Nicht, dass die Leute zu schnell sind und sich zu übernehmen. Das war knapp. Sehr schön. Haben wir das Ziel erreicht?
Hier ist unsere Schneekanone. Oh. Auf Personen schalten. Ja. Aber liebe Leute, die Folge hat nun ihr Ende erreicht. Beim nächsten Mal gibt es quasi mehr Action als jetzt. Wir werden den Pistenbully hochbewegen. Vermutlich werden wir auch die Zeit ein bisschen vorspulen, so generell auf schnelleren Tempo spielen und in der Nacht dann langsam. Da das doch sehr langsam vorangeht. Die Schneekanone werden wir mal hier stehen lassen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like und ein Abo da. Sendet mir einen Kommentar, was ich besser machen kann, was ich ändern soll, was ich vielleicht unternehmen soll, was ich tun kann. Wenn ihr was sehen wollt, keine Ahnung, ihr wollt einen Rundgang durch die Talstation von der Dorfbahn haben, dann können wir das auch sehr gerne machen. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Habt einen schönen Tag und ciao.